Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zum Minecraft. Wir sind hier immer noch in der Höhle, werden hier jetzt auch direkt weitermachen. Das ist so die Frage, wo ich zuerst lage. Die Schlucht hier, ich glaube, ich werde zuerst mal hier gucken. Kohle nehme ich jetzt erstmal nicht mit, weil davon haben wir ja schon so viel einstecken. Hier wurde Lava sehen, ne? Aber hier kommt noch was, okay. Moment, mein Freund, wie mache ich das am besten, damit er mir nicht hier... Ich glaube, so kriege ich ihn, oder? Jo. Guck mal, ich sehe da Eisen. Wertvolles Eisen. Das muss mit. So, aber bevor ich das mitnehme, gehe ich ja einmal kurz ein paar Fackeln. Ach, du Heilige. Gut, eins nach dem anderen, sonst verlaufe ich mich. Jetzt bin ich hier schon wieder am falschen Claim, oder was? Ja, hier ist noch Wildernis. Das ist kein Eisen. Das Gold, ne? Das ist gut. Uah, alter Junge, erschreck mich nicht. Mach einen Abflug. Kommst du noch auf einmal her? Mensch, Junge. Halt mir nicht von meinem Gold ab. Ich will dein Gold haben. So. Hier ist Claim. Gut. Brauchst auch noch was? Gut, dann werde ich hier nichts abbauen. Das Eisen lasse ich schweren Herzens mal da. Weil ich klaue niemanden etwas. Das gehört sich nicht. Oh Mann, wo das hier noch überall lang geht. Hier ist wieder Wildernis. Hier darf ich abbauen. Mache ich auch. Eisen kann man immer gebrauchen. So. Dann müsste ich doch schon relativ weit unten sein. Ne? Also ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wie weit ich unten bin. Ich habe nicht nachgeguckt. Man kann sich auch mal ein bisschen überraschen lassen. Aber zumindest auf Goldebene. Ne? Ja gut, hier geht's wieder hoch. Aber gucken will ich hier trotzdem mal. Hallo, mein Freund. Ja, 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 komm runter. Hier scheint noch so einiges rumzukrauchen. Hier geht's wieder runter. Hier ist noch Gold. Sofort mit. Ich weiß zwar nicht, wofür ich im Moment Gold brauche. Das wird später eher im Nether wichtig, aber... Ich will's auch nicht hier lassen. Würdet ihr, glaube ich, auch nicht machen. Einfach Gold. Da fallen so viel Gold. So, einmal raus hier. Na, immerhin 13 Gold, ne? So, ich... Hier geht's dann auch gleich wieder runter. Da ist nur Lava. Ich glaube, ich bin hier so halbwegs in der Schlucht. Kann das sein? Hier ist Sackgasse, okay. Was ist da? Ah, weiß ich nicht. Und hier, das ist, glaube ich, so halbwegs die Schlucht. Oder? Das ist die Schlucht. Quasi die Kante der Schlucht. Einmal das Wasser hier dicht. Fackeln packe ich da mal rauf. So. Ja, ich glaube, das gehört mit zur Schlucht. Ah, es ging hier aber auch noch in eine andere Richtung. Hier geht es ja in sämtliche Richtungen weiter. Hat ich im Moment gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Oh, hier geht's auch weiter. Ach, dämliche Fledermaus schon wieder. Hier, wo hört die sich an wie ein Spinny? Hier geht's auch wieder runter, da geht's noch hoch. Oh. Aber, ah gut, hier bin ich auch wieder im Claim. Aber, ah, das ist aber noch Wildernis hier, ne? Dort nehme ich mit. Stecke mal kurz Fackel auf. So. Dann gehen wir doch gleich nochmal runter. Auch wenn er, glaube ich, oben drauf gebaut hat, aber das Gebiet da unten drunter gehört ja nun mal auch mit dazu. Ja, ich finde die schon noch. Hier ist wieder Schluch. Ja. Ja gut, durch die Loot will ich dann nicht unbedingt. Aber ich glaube, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Da ist noch was. Das Problem ist halt, dass ich nicht unbedingt ein Freund von Schluchten bin. Weiß nicht, viele lieben sie ja. Ich mag sie überhaupt nicht. Das ist immer so ein dämliches Hoch- und Runtergebaue, auch wenn man da viel findet.
Wasser fließt hier in die Schlucht, kann das sein? Stehen wir mal ab. So. Da ist auf jeden Fall noch Eisen und hier ist nicht Wildernis. Gut, lass es stehen. Das konnte ich auch nicht wissen, dass ich in diese Richtung gelaufen bin. Wie gesagt, ich habe mir nicht genau gemerkt, wo jemand was geclaimt hat. Soll sich ja jeder da hinsetzen, wo er möchte und auch bauen, was er möchte. Da mache ich ja niemanden Vorschriften. Ist das hier Claim oder nicht? Ich glaube ja, ne? Oh, das gute Eisen. Das gute Eisen. So groß kann sein Claim doch gar nicht sein. Oder? War es auch noch Eisen? Ich glaube, ich bin hier in der Wildernis. Kann das sein? Gut, so eine Set. Ja. Gut, dann nehme ich das Eisen da gleich noch mit. Ist Wildnis hier. Eisen muss sein. Das brauche ich. Aber ich werde trotzdem einmal kurz zumindest in die Nähe der Schlucht gucken. Ob ich da jetzt komplett runtergehe, weiß ich nicht. Aber vielleicht sind da ja Diamanten oder so. Ein bisschen Gold haben wir ja auch schon gefunden, ne? Bin halt der Meinung, es gibt ein bisschen zu viele Schluchten in Minecraft. Wenn es ab und zu welche geben würde, ja, hätte ich gar nichts gegen. Aber die Dinger tauchen ja am laufenden Band auf. Man hat manchmal das Gefühl, es sind mehrere Schluchten nebeneinander. Oh, hier ist noch schön gut Eisen. Sehr schön. Gut, dann nehme ich das hier mit. Da führt kein Weg dann vorbei. Wenn das Wildnis ist, nehme ich das mit. Dann lasse ich das nicht stehen. So, hier ist denn noch Eisen? Jugima, wie viel haben wir denn jetzt? Oh, guck, auch schon wieder 64. Aber genau 64, sehr schön. Eisenmäßig hat sich das wirklich mal gelohnt. Will jetzt aber auch nicht unbedingt da oben weiter, weil... Und da unten kommen wir. Hier ist ein Claim, okay. Ich auch vielleicht die Hoffnung habe, mal etwas Besseres zu finden. Das möchte ich auch gerne mal ein bisschen tiefer gucken. Diese Fledermäuse, ne? Da erschrecke ich mich jedes Mal vor. Oh, Captain Röchelieu, Hallöchen. Mach einen Abflug. Donkey. So. Hier geht's auch noch in sämtliche Richtung weiter. Da ist irgendwo eine Heckenschütze. Gucke ich gleich. Und hier ist ein Lever. Gut. Da geht's auch noch weiter. Hier ist Redstone. Ja, ich bin definitiv auf Diamantenebene, wie es aussieht. Ich muss mir einmal ganz kurz neue Fackeln bauen. Führt kein Weg dran vorbei. Zock. Ach guck. Damit ich hier nicht hier... Also überhaupt so. Ein bisschen Gole rauf. So, ist mal wieder ein bisschen was vorhanden. Zock, hier ist noch Eisen. Hier geht's auch schon wieder hoch. Ich werde gleich da unten nochmal gucken. Und hier ist die Schlucht, ne? Zumindest ein Teil der Schlucht. So, eins oder mal anderen. Erstmal die Sachen hier mitnehmen. Hier ist auch schon wieder... Ne, hier ist Wildernis. Hier ist Claim. Okay. Dann nehme ich das hier mit. Hier ist Wildernis. Na, eisenmäßig hat es sich jetzt aber wirklich gelohnt. Wenn ich mit dem denke, was ich schon nach Hause gebracht habe, habe ich da ja schon so einiges gefunden. Redstone würde ich aber auch gerne mitnehmen. Geht das mit... Nee, ne, oder? Nein, dafür brauche ich eine Eisenspitzhacke. Gut. Hier ist wieder Claim, okay. Den werde ich hier einmal kurz... Dafür habe ich ja extra... Wasser mitgebracht. Gut, ob hier unten was ist, weiß ich nicht. Hier ist zumindest wieder Wildernis. Jo. Steh wieder hin. So. Aber Max, könnte ja sein, dass hier noch irgendwas rum... Zum Beispiel Diamanten oder sowas. Ne. Glaube ich zwar nicht. Aber man weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall ist hier Eisen. Wackel hin. Sonst sieht man ja nichts. Ah, so.
Das kommt auf jeden Fall noch mit hier. Überall hier Lava, ne? So. Da ist aber noch was. Ist ja gut, ist ja gut. Immer mit der Ruhe. Naja, hier jetzt in der Wildernis, also in der Wildnis, schwimmen die Fackeln weg. Das heißt, das muss irgendwas mit dem Claim zu tun haben. Da habe ich mich noch nicht beschäftigt. Da hatte ich keine Zeit, aber das ist nur eine Einstellungssache. Das soll ja nicht so sein, dass die Fackeln stehen bleiben. Das ist definitiv nicht. Redstone nehmen wir mal mit. So. Wenn ihr Redstone rumliegt, können auch Diamanten auftauchen. Die Frage ist nur, wo? Na ja, gut. Kann man aber nicht beschweren. Das war die letzte Spitzhacke. Wenn mal irgendwann jemand von euch hier auf diese Höhle treffen soll, nicht wundern, wenn hier überall Werkbänke rumstehen. Ich habe die Angewohnheit, die nie mitzunehmen. Keine Ahnung warum. Aber ich lasse die immer stehen. Die nehmen halt Platz weg im Inventar. So, ich baue mal drei neue Spitzhacken. Den Rest mache ich gleich noch zu Faggeln. Stein, 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 da. So, daraus meine mal Fackeln aus den letzten sechs. Sehr schön. Da ist auf jeden Fall noch Gold. Da vorne ist auch noch was. Wenn ich jetzt eine Diamantspitzhacke hätte, würde ich auch schon mal Obsidian mitnehmen für ein Portal. Weil leider habe ich keine. Ich habe auch noch keine Diamanten gefunden. So, aber Gold muss einmal mit. Ah, das ist echt. So. Nein, die wollte ich doch. So, die einmal, den einmal. Da unten ist auch noch Gold. Sehr schön. Naja, Gold auch 18 Stück, aber wie gesagt, auf Gold habe ich es nicht wirklich abgesehen. Sonst ist hier aber nichts, wo in der Nähe. Hier noch, da ist noch Lava. Mal gucken. Da gucken Sie mal eine an, da ist sogar noch eine Höhle. Sieh mal eine an. Ja, aber da geht wieder Lava weiter. Aber googeln möchte ich hier trotzdem mal. Das Problem ist, ich komme hier nie wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich wo irgendwie gelaufen bin. Da hängt noch Gold in der Decke, gut. Mal hier mal kurz ein bisschen Licht. Lava. Da hängt noch Eisen, da ist noch eine Höhle. Kommst du jetzt hier um die Ecke oder nicht? Oder ist auch noch Höhle? Okay. Gut, der hat mich entdeckt. Na komm runter, Mensch. Schlimm mit diesen Heckenschützen. Da ist doch schon wieder so eine. Trabern. Ja, so. Hier ist auf jeden Fall noch Eisen. Ist jede Menge Eisen. Jede Menge Eisen. Ich sage, das geht hier in sämtliche Richtungen weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme einfach das mit, was ich sehe. So, da noch, da. So. Da geht's noch runter. Da habe ich aber auch noch Eisen gesehen. Da ist noch Eisen. Da ist auch noch dunkel. Da ist Lob. Hier ist so einiges. Wie gesagt, go nennen wir jetzt mal nicht mit. Aber Eisen. Das kommt noch mit. Da ist noch Redstone. Noch mehr Redstone, okay.
machen auch noch was. Da unten ist auch noch. Das geht hier, ist ja in sämtliche Richtung. In sämtliche Richtung. Hier sind noch Pilze. Da ist ein Zombie. Du bist ein Trottel, Junge. Du bist ein Trottel, ja. Von mir aus hängen da unten fest. Auch ihr dürft mal einen Hänger haben. Ich nehme hier mal ein Eisen mit. So. Ah, Eisen ist schon wieder einiges. Gut, hier, wo gehen wir einmal rüber? Hier, ich baue dir mal einen Weg. So, darfst du mal zu mir kommen. Bitte sehr. Ach du Trottelmensch. Bitte. Da kommt der Nächste. Hallo Freunde, ist hier irgendwo ein Zombie-Spawn in der Nähe oder was? Da kommt schon wieder einer. Aue. Aue. So. Was ist denn hier los, Jungs? Das riecht hier echt schon ganz verdammt nach einem Zombie-Spawner, ne? So viele wie hier um die Ecke kommen. Ich mache hier mal ein bisschen Licht. So, da mal ein bisschen Licht. Ja, ja. Riecht ja. So röchelt hier an jeder Ecke. Warte mal. Keine Lust hier in die Lava zu hüpfen. Dann esse ich mal kurz was. Und bauen wir mal hier ein Treppchen runter. Was kann ein richtiges Treppchen? Alter. So röchelt hier von allen Seiten. Wo sind die alle hin? Da kommt einer. Zock. Da kommt der Nächste. So. Jo, ich bin direkt unterm Spawnpunkt. Das war der Spawnpunkt. Jürr, das konntet ihr nicht wissen beim Erstellen des Spawnpunkts, dass hier eine riesen Höhle unter ist. Aber auf jeden Fall nehme ich das Eisen hier mit. Jetzt bin ich ja schon wieder außerhalb des Spawnpunkts. Aber echt, obwohl wir so weit unten sind, nixe mit Diamanten, ne? Nixe, gar nixe. So, denn hier nochmal. Jede Menge Kohle hier. Das war der Weg, den ich gebaut hatte, ne? Jo. Dann ging das hier einmal rum. Gut, dann nehme ich das Redstone auf jeden Fall noch mit. So. Hier ist noch Redstone. Ah, oh, hier sind aber auch irgendwo noch Zombies. Das ist ja nicht zu überhören. Ja, ja, ich komme ja schon zu euch, Jungs. Irgendwo müsst ihr hier jetzt decken. Ah, da ist ja auch noch so einiges. Da ist noch Gold. Hast du Gold vergessen? Hier ist auf jeden Fall noch Eisen. Gut, was los vom Spawnpunkt, nicht? Also unter dem Spawnpunkt. Die hier irgendwo oder wo sind die? Ja. Tatsächlich. Und zwar jede Menge davon. Ach Jungs. Creepy ist auch noch da. Traut ihr euch nicht mehr hier hoch oder was? Trab an, Mensch. Geh doch. Du auch. Da sind aber noch mehr Zombies. Irgendwo hier? Ey, 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 ey.
Ich finde hier nie wieder raus aus der Höhle. Das nimmt ja hier überhaupt kein Ende. Hier ist noch Gold. Gut, einmal Loch stopfen. Oh, hier hinter der Wand sind anscheinend auch noch welche, wie sich das anhört. Hier ist noch Eisen, Redstone, Kohle, alles vertreten. Da geht's auch noch runter. Da bist du schon wieder, Captain. Zwei sogar. Ja. Jo, guck, was hier für Eisen liegt, ne? Wow. Das nimmt hier kein Ende. Das geht hier echt in sämtliche Richtungen weiter. Gut. Ich wollte es ja so. Ne, da habe ich die letzten Folgen genug rumgejammert. Ich will eine große Höhle. Au. Hier habe ich echt das Gefühl, irgendwo ein Zombie-Spawner. Oh, Eisenbahn. Da kannst du mir erzählen, was du willst. So oft wie die hier kommen. Die ist hier garantiert irgendwo einer. Aber ich glaube, das ist schon, wenn ich es richtig mitgezählt habe, die dritte Folge in Folge, wo wir jetzt schon in der Höhle hocken. So langsam müssen wir ja auch mal zu Hause weiterkommen, ne? Aber ich kann ja auch nicht die ganzen guten Ressourcen hier liegen lassen. Was hier für Eisen ist. Das geht nicht. So, schon wieder voll. Hier. Zombiefleisch, da braucht kein Mensch. Das braucht nur wirklich kein Mensch. Das ist nur Lapis, das kriege ich schon gar nicht mehr mit. Ah, gut, Lapis lasse ich erstmal liegen. Das brauche ich nicht unbedingt. Wie gesagt, Eisen ist mir hauptsächlich und ich hätte gern ein paar Diamanten gehabt, aber Diamanten habe ich noch nicht so gesehen. Hm? So. Wo kommst du denn her, mein Freund? Ich hab's so zischen gehört. Hab ihn gar nicht gesehen. Aber ich sag ja, überall Heckenschützen in der Ecke. Oh, ein bisschen aufpassen. Gold habe ich auch schon ein bisschen was. Hier ist noch Redstone. Kann man mitnehmen, wenn es noch passt. Wo ist er nicht? Offensichtlich nicht. Das ist natürlich jetzt ein doof hier, da kommt noch raus. Bin aber auch schon wieder voll. Okay, das Eisen. Hier liegt Eisen, das geht gar nicht. Eisen muss mit. Gut, dann werde ich mich wohl gleich mal auf den Weg nach Hause machen. Hat ja keinen Sinn. Ich bin rabbelvoll. Oh, Lapis und so kriege ich schon gar nicht mehr mit. Aber das Gold nehme ich hier noch mit. Aber gut. Er grabt ja eine ganze Ecke. Zwar leider immer noch keine Dias, aber irgendwann. Irgendwann. Die Frage ist nur, wie komme ich hier raus? Da ist noch Eisen. Hier ist noch Eisen. Oh Mann. Da oben ist die Spinne. Hängt mir erstmal über den Kopf rum. So. Das Eisen nehme ich aber noch mit. So. Aber ich werde jetzt einmal kurz nachgucken. Würde mich schon interessieren, welche Ebene wir hier sind. Weil ich keine Diamanten gesehen habe. 19, gut, wir sind noch zu hoch. Ich dachte aber, Gold und Redstone ist auf der gleichen Ebene wie Diamanten. Aber anscheinend nicht. Für die sind wir zu hoch. Den können wir auch keine finden. So. Diamanten. Unsere ersten Diamanten. Und ich habe keinen Platz. So ein Mist. Verzieh dich, du dämlicher Bogen. Warte mal. Ah, ging trotzdem.
weil ich die letzte Fackel verbraucht habe. Hier sind nochmal Pommes, das ist gut. Die müssen mit. Sehr schön. Immerhin, 4 Stück. Immerhin. Den werde ich jetzt nochmal ein bisschen Obsidian mitnehmen. So viel brauchen wir ja nicht. Aber den kommen wir so langsam mal in Netherportal näher, ne? Mach sofort Licht. Hier muss ich... Oha, jetzt ist... Oha, ich muss kurz Fackeln bauen. Jetzt ist es dunkel. Wollen wir 4 sollten es schon sein. So. Ein bisschen Kohle drauf. Und dieser scheiß Bogen, der fliegt raus. So, mach schon Licht, mach schon Licht. Man sieht ja hier gar nichts. So. Ich möchte eigentlich nur schnell auf die Schnelle. Ja, jetzt wird es auch langsam Zeit, dass wir die Hülle verlassen. Ich bin wirklich rabbelvoll. Eine Diamantenspitzhacke bauen. Um hier ein bisschen Obsidian abzubauen. Mehr will ich gar nicht. So. Zack, zack. Die schmeiße ich mal kurz hin. Sehr schön. Die kommt denn hier hin? Hier. Machen wir es mal so. So. Der Diamant kommt natürlich wieder mit. Die Frage ist nur, wohin? Das ist hier leicht voll. Und aus den Stickies da geht jetzt nicht. Na, scheiß drauf. Das sind nur Stickies, Mensch. Brauche ich jetzt nur mal, ich glaube 14 war das, ne? Was man für ein Portal braucht. Der geht, glaube ich, auch größer, aber mindestens 14. Irgendwie sowas war das. Ein bisschen Obsidian mit. Natürlich blöd, wenn man voll ist. Warte mal. Diorit kann raus. So. Dann nehme ich mal schnell 14 Obsidian mit und dann kommen wir dem Portal näher. Dann müssen wir uns aber auch echt mal auf den Weg nach Hause machen. Und 3 Folgen in einer Höhle, das ist schon viel. Aber gut, das ging nicht anders. Die war gerade schon groß. Ich meine, durch haben wir sie noch lange nicht, aber... Kein Platz mehr. Obsidian dauert bloß immer so lange. Das muss doch nicht so ganz, wo ich das Portal hinstelle. Ich will es ja nur noch nicht mitten bei mir oben auf die Erdoberfläche stellen. Das sieht schon optisch ein bisschen scheiße aus. Das werde ich wahrscheinlich erstmal da unten, wo ich die ganze Erde und Steine weggekloppt habe, hinstellen. Da ist es ein bisschen versteckt. Da fällt das nicht so auf. Komm, Junge, ich brauche nur 14 Obsidian. Mehr brauche ich gar nicht. Nur 14. So, den noch. Ah, ich hau wahrscheinlich erstmal die Kante rundherum weg. Unten drunter in der Mitte ist wohl eher Lava. So. Das hat sich auch seit damals nicht geändert, ne? Obsidian dauert immer noch ewig. Habe ich denn 7? Dort ist nicht toll. Absolut nicht toll. Den nochmal. Da ist wahrscheinlich wieder Lava unter, vermute ich mal. Und die 14 Stück werde ich ja wohl da zusammenkriegen. Sehr schön. Wie viel habe ich jetzt? 11. 3 Stück brauche ich noch. Dort kriegen wir wohin? Man muss hier irgendwann mal ins Netherportal kommen. Guck mal, hier war sogar noch Redstone unter der Lava. So, einer fehlt noch, ne? Einer, ja. Sehr schön. Mit den Eulen mit. Und dann... Mal gucken, wie wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ich meine, ich könnte mich herausporten, aber wie gesagt, das ist nicht ganz Vanilla-like. Da rauskommen gehört sicher. 14 Obsidian habe ich, einen Diamant noch über. Die Frage ist nur, wo ist hier der Ausgang? Ich meine, hier ist noch viel dunkel, ja.
Oh, hier ist ein Weg nach oben, sehe ich auch nicht. Bäh. Ja, jetzt sind wir wieder hier auf der anderen Seite. So, ist noch was oben? Hier ist noch Gold, ja. Und noch Zombies oder sowas. Passt Gold noch rein? Ja, Gold passt noch rein. Gut, nehmen wir das Wiesle Gold hier noch mit. Kommen wir da jetzt nicht um die Ecke gescheißert, Junge? So, die Kohle bleibt jetzt hier. Ah, ja, natürlich. Heckenschütze. Hab an, Mensch. Da geht das Dorf wieder runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich herauskommen soll. Ich glaube, hier bleibt mir nur noch eins. Entweder Borten oder halt rausbuddeln. Aber Borten möchte ich halt ungern. Da oben ist irgendwas. Warte mal, wenn ich mich hier hochbaue. Und Steine habe ich ja ein paar, ne? Auch wenn es nicht viele sind, aber ein paar habe ich. Die zwei Steine kannst du erstmal behalten. Zock, 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 zock. Bin ich bloß halt auch nicht genau, aber... Ne, unterm Spawnpunkt bin ich ja nicht. Das wird er mir anzeigen. Sagen, ich will mich ja nicht unterm Spawnpunkt rausbuddeln. Hier ist eine komplett dunkle Höhle. Gut, ist aber nur so eine kleine Mini-Höhle. Aber das Eisen würde ich ja gerne mitnehmen. Kann Eisen nicht einfach stehen lassen. Absolut nicht. Das geht nicht. Gut, jetzt bin ich zumindest schon mal eine Ebene höher, aber Eisen ist echt viel, ne, hier. Wollen wir schon wieder zwei Stacks einstecken? Noch da nochmal 20 zu Hause, habe ich ja schon Stack. Eisenmäßig hat sich das jetzt ausnahmsweise mal richtig gelohnt. War schon lange nicht mehr gehabt. Ich werde mich hier jetzt nach oben buddeln. Irgendwann werde ich aber mal rauskommen müssen. So, da ist auch nochmal Eisen. Eisen, Eisen, so. Hier auch schon wieder Lava-Buddeln. Ich hoffe, die kommt uns jetzt nicht entgegen. Na, lass doch die Fackel stehen. So. Ja, hier ist doch schon etwas mehr Eisen. Wie gesagt, ich weiß absolut den Weg nicht mehr. Ich wüsste nicht, wie ich hier anders rauskommen soll. Geht eigentlich nur noch mit Bord denn oder buddeln halt nicht. Irgendwann werden wir wohl nach oben kommen. Zumindest habe ich jetzt wieder eine ganze Ecke Eisen. Da kann man auch mal wieder anständig arbeiten hier. Du hast eine Idee? So weit hoch bin ich aber noch nicht, ne? Das hier jetzt. Die Oberfläche kommt nicht, das glaube ich nicht. Das ist einfach nur Erde mittendrin. Ja, sag ich doch. Ich würde es auch nicht wundern, bei diesem Höhlensystem, wenn ich hier noch auf neue Höhlen stoßen würde. Aber jetzt ist gut genug hier durchforstet. Hier ist noch einiges. Dank dem Claimpunkt finde ich da zumindest später wieder. Denn kann man hier ja nochmal weiter rumforsten. Die Schlucht waren wir ja auch noch nicht. Aber ich muss ja trotzdem erstmal raus jetzt. Das ist Kohle. Brauche ich jetzt nicht. Hab ich alles genug? Ich weiß bloß halt jetzt nicht, wie hoch ich buddeln muss. Bis da mal die Oberfläche zu sehen ist. Könnte dauern. Aber den Weg finde ich nie wieder. Ich bin hier so oft irgendwo runtergesprungen und rübergesprungen und hoch und runter und rein und raus und ich habe keine Ahnung, wo hier es zurückgeht. Da ist schon wieder Ede. Erstmal Licht dran. Ich glaube, ich muss gleich nochmal Fackeln bauen.
Da führt ja kaum ein Weg dran vorbei. Wieso kriege ich eigentlich keine Erde mehr mit? Ach, war die voll. Naja, aber wie gesagt, das geht alles nicht im Moment. Ich wollte doch nur Fackeln bauen. Hier, ich mache jetzt den Rest hier zu Fackeln. Mehr Holz haben wir nicht. Das wird ja wohl reichen, um hier rauszukommen. Hoffe ich. So, gut, haben wir den Stack nicht mehr ganz voll, aber zumindest haben wir genug Fackeln. Gut, da können wir mal ein Gütchen weiter. Aber es musste leider sein, diese Farmaktion. Auch wenn es jetzt 3 Folgen gedauert hat. Dort ging nicht anders. Wir kommen ja sonst nicht weiter. Wir brauchen noch so unglaublich viele Lampen. Hm. Ah, wie gesagt, es wäre ja schön, mal irgendwie die Oberfläche zu erreichen. Da ist noch eine Spitzhacke. Ich hoffe, die reicht jetzt. Steine haben zumindest ein paar, jetzt nicht so viele, aber ein paar Steine haben wir auch mitgebracht. Aber da ich gerade ein Schwein gehört habe, wenn ich mich nicht täusche, müssten wir fast oben sein. Ja, da ich höre ein Schwein. Eindeutig. Dann können wir so weit nicht mehr entfernt sein. Die Schweine rennen für gewöhnlich nicht in der Höhle rum, sondern draußen. Da ist Edi. Warte mal. Ja, Freiheit. Gut, gehen die Erde mitnehmen. Habe ich irgendwas, was ich rausschmeißen kann? Jo, den da. Ah, gut. Hätte ich mich nicht gerade unterm Berg rausgebuddelt, wäre ich auf 4 draußen gewesen. Aber gut, jetzt sind wir draußen. Den nehme ich mal die gute Karte in die Hand. Unser Schild ist auch fast im Eimer, aber gut. Wir befinden uns schon außerhalb der Karte. Gut. Den hoffe ich mal, da ist der Spawnpunkt, den sehe ich von hier. Wir waren tatsächlich da unten. Es ist nur die Frage, wo sitzt der Spawnpunkt hier auf meiner Karte? Zumindest außerhalb, wie es aussieht. Ja, ob das hier ist der Spawnpunkt? Also hier quasi spawnt ihr, wenn ihr auf den Server kommt. Und das hier ist nur so eine Hütte. Falls ihr gerade zufällig nass bauen solltet, könnt ihr euch hier halt ein Bett mitnehmen. Das ist sonst alles ein bisschen blöd. Aber müsst ihr nicht, könnt ihr nur. Weiß jetzt bloß echt nicht, in welche Richtung ich muss. Wollte ich mich auf der Karte gerade nicht sehen. Ich laufe mal diese Richtung. Wenn ich mich ungefähr erinnere, wo ich den Spawnpunkt gesetzt habe, müsste ich diese Richtung ungefähr wieder irgendwann in meine Karte reinkommen. Weil das hier ist, glaube ich, die Wüste, wo wir hier die Ecke auf der Karte haben. Ah, ich habe jetzt leider aber auch keine weiteren Karten dabei. Irgendwann finde ich schon was, woran ich mich orientieren kann. Oder wenn ich Glück habe, laufe ich auch irgendwann wieder in die Karte. Aber meiner Meinung nach war das diese Richtung hier ungefähr. Da vorne ist zumindest ein Dorf. Ein Akkordziendorf. Mit einem Portal. Da kann man nochmal Lugi-Lugi machen. Das Dorf kenne ich auch noch nicht. Ich finde, die könnten zumindest einbauen, wenn man schon außerhalb der Karte rumläuft, dass er den Pfeil anzeigt, in welche Richtung man läuft, damit man weiß, wie rum man laufen muss, damit man wieder in die Karte reinkommt. Das können sie zumindest mit einbauen. Nee, Jungs. Ja, von euch will ich gar nichts. Ich will hier nur beim Portal gucken. Aha. Ob da noch was Brauchbares in der Kiste ist. Ist ein Lava. Ist nicht meine Kiste. Ich glaube, diese Portale kann man rein theoretisch auch reparieren und dann als Netherportal nutzen. Man will ich jetzt nicht, aber hier war wahrscheinlich schon jemand, hat die Kiste mitgenommen.
Ändert aber nichts an der ganzen Sache, dass ich immer noch nicht weiß, in welche Richtung ich muss. Zumindest geht mein Punkt hier hoch. So viel sehe ich schon mal. Aber das heißt ja nicht, dass ich in die richtige Richtung laufe. Dedip, dedip, dedip. Ah, scheint sich aber auch ein ganz bisschen aufzudecken. Also, ich bin nicht weit aus der Karte raus. Sieht fast aus, oder? Nee, bleib verdeckt. Alter, diese Sandberge da, Alter. Wenn man da oben was abhaut, da wirst du echt elendig begraben. Da wird man elendig begraben. Zack. Didip, 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 didip. Oh ja. Na gut, hier kommen wir aber auch nicht durch. Aber hier könnte man echt mal so eine Sandburg oder sowas hinbauen, ne? Das Schlimme ist, ich weiß gerade nicht, ob ich die richtige Richtung laufe. Das ist das Problem. Ich esse mal was. Besser ist. Will aber halt auch nicht sterben. Ich meine, der Punkt geht hier hoch, aber bringt mir ja nichts. Weil ich halt nicht weiß, ob ich aus der Karte weiter rauslaufe oder ob ich Richtung Karte laufe. Weiß halt nur, dass ich mich rechts von der Karte bewege. Ich hoffe ja, dass ich irgendwas entdecke, was ich kenne. Um mich daran zu orientieren. Wenn man da das Stück, was ich lang gelaufen bin, nicht aufgedeckt hat, muss ich doch schon relativ weit aus der Karte sein. Auf jeden Fall ist hier wieder so ein grünes Biom. Es wird gerade Nacht und laut Karte sind wir gar nicht weit entfernt von unserem Zuhause, aber danach kann ich jetzt nicht gehen, weil ich außerhalb der Karte bin. Auf jeden Fall ist da Schwarzeiche. Und es wird dunkel. Sehr dunkel. Aber da ist auch Sumpf. Sumpf war doch bei uns zu Hause. Vielleicht habe ich ja Glück und laufe gleich in die Karte rein. Ja, ich sehe meinen Pfeil wieder. Sehr schön. Jetzt kann ich mich wieder orientieren. Wunderbar. Jo, ich bin ja gar nicht mehr weit von zu Hause entfernt. Da vorne muss das irgendwo sein. Nimm mal Fackel in die Hand. Ist zwar die Karte mit der Fackel etwas überbeleuchtet, aber wir sehen zumindest was. Muss ja nicht nur noch übers Wasser. Boot habe ich noch, ne? Jo. Eigentlich in diese Richtung hier. Ja, guck, da ist unser Lagerhaus. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Da geht's wieder los mit den Seerosenblättern. Ja, zu Hause. Ohne Porten, auf ehrliche Art und Weise. Wunderbar. Schön. Dann lege ich mich mal gut schlafen. Und dann sind wir vor der Woche am Ende. Gut, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, nach Hause zu kommen, aber wir haben es auf ehrliche Art und Weise geschafft. Ohne da rumzuschieben. Dann werde ich... Ja, dann machen wir beim nächsten Mal zusammen. Steine reinschmeißen, Eisen reinschmeißen, zum Schmelzen zu kramen, den Rest hier wegräumen, das geht ja schnell. Und den können wir endlich auch mal weiterarbeiten. Ich glaube, ein Teil hat er auch schon geschafft. Ne, den Eisen habe ich ja hier reingeschmissen. Bö. Das ist, wie ich vermutet habe. Das war pausiert, das läuft jetzt erst weiter. Jut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Natürlich, wie immer. Und ich kann es nicht oft genug erwähnen. Wollt ihr mitspielen, meldet euch einfach im Discord. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüssi.